Ja, vielen Dank für die Einführung, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Es ist mein zweiter Besuch beim GMK-Forum. Ich habe gerade überlegt, das letzte Mal warst du beim 13. Forum oder beim 14. Damals habe ich über Horrorfans gesprochen. Sie sehen, das Thema hat sich jetzt leicht geändert. Ich komme zum ersten Teil meines Vortrages. Im Kontext von Cultural Studies wird unter Kultur ein Prozess der Sinnschöpfung verstanden, der Medientechnologien einschließt und in den alltäglichen Erfahrungen und Praktiken verankert ist, mit denen wir unser Leben gestalten und ihm Sinn verleihen. Sinn entsteht in Praktiken des Gebrauchs von Medien und Technologien, wird aufgeführt, hat performativen Charakter. Dabei ist den Medien selbst eine gewisse Handlungsmächtigkeit, eine Agency eingeschrieben, weil sie die Bedeutung zur Umwelt strukturieren sowie ordnen, unser Verhältnis zur Welt, Rahmen, Raum- und Zeitkonzepte transportieren, die unser Leben entscheidend verändern. Daher lassen sich Technologien, Medien und Kultur nicht trennen, sodass wir auch von einer technologischen Kultur bzw. von technologischen Lebensformen sprechen können. Mein Interesse gilt im Folgenden der Frage, welche gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung sowie Funktion digitale Medientechnologien in ihrer Interaktion mit der menschlichen Handlungsmächtigkeit in kulturellen und sozialen Kontexten gewinnen können. In diesen entstehen durch die Assoziation von Menschen und Medientechnologien medial vermittelte Lebensformen. So ist ein Verständnis digitaler Medien und Netzwerke erst möglich, wenn die sozialen und kulturellen Kontexte ihres Gebrauchs berücksichtigt werden. Objekt und Subjekt, Technologie und Kontext sind aufeinander bezogen, sie gehen vielfältige Verbindungen ein und kreieren Netzwerke. So haben soziale und kulturelle Praktiken einen wesentlichen Einfluss auf die materielle Welt. Die Nutzer konstruieren und bringen durch habitualisierte Weisen des Mediengebrauchs mit hervor, was ein Medium jeweils ist. Medien entfalten aber auch eine Eigenlogik und bestimmen die Praktiken im Umgang mit ihnen mit. So sind sie sowohl als soziale Konstruktionen als auch in ihrer Materialität zu verstehen. Medien werden durch kulturelle und soziale Kontexte geformt. Das Internet bzw. das World Wide Web lässt sich auch als eine kulturelle Technologie begreifen, die eine eigene räumliche Logik der Produktion, Verbreitung und des Konsums hervorgebracht hat. Technologien, Medien sind aber nicht nur Instrumente, sondern auch Praktiken, die unser In der Welt sein im Sinne von Heidegger verändern, indem sie es neu rahmen. Ich komme zum zweiten Punkt. Globalisierung, Kritik und soziale Bewegungen. Die Verfügbarkeit computervermittelter Kommunikation intensiviert und fördert Globalisierungsprozesse, weil sie eine zunehmende weltweite Vernetzung, die alle Aspekte unseres alltäglichen Lebens beeinflusst, ermöglicht. So entstehen durch die Verschmelzung von fortgeschrittenen Kontrolltechnologien Technologien und elektronisch basierten Informationssystemen deterritorialisierte Märkte, die nicht an nationale Grenzen gebunden sind. Es bildet sich ein Technokapital heraus, das die materielle Grundlage der Globalisierung darstellt. Transnationale Kooperationen verkaufen Produkte und Dienstleistungen weltweit. Durch dieselben Technologien sind aber auch Tausende von zivilgesellschaftlichen Organisationen und Gruppen möglich geworden, die flexibler, vielfältiger und gleichzeitig komplexer in ihrer Struktur als frühere soziale Bewegungen sind und virtuelle Gegenöffentlichkeiten kreieren. Neben den relativ institutionalisierten NGOs sind dies zum Beispiel transnational orientierte soziale Bewegungen oder Graswurzelorganisationen, die, wie in den letzten Jahren deutlich geworden ist, zu bestimmten Anlässen einen Widerstand organisieren können, der sehr viele Menschen umfassen kann. So beteiligt sich weltweit über 20 Millionen Menschen an den Protesten gegen die Invasion im Irak. Der arabische Frühling ist ein anderes Beispiel.
Der weltweite Protest wäre ohne das Internet und seine Möglichkeiten zur Koordination und globalen Kommunikation von Protesten nicht möglich gewesen. Eine weitgehend vernetzte Welt ist die Grundlage für den Aufbau einer globalen Zivilgesellschaft, in der eine transnationale Perspektive auf gesellschaftliche und kulturelle Probleme sowie Risiken entfaltet und nach gemeinsamen Lösungen gesucht wird. So kann ein Gegengewicht zur gegenwärtigen Machtkonstellation geschaffen werden. Wie die Proteste gegen die Weltbank, gegen die WTO und so weiter zeigen, werden die Grundregeln des Handels-, Produktions- und Finanzwesens transnational festgelegt von Einrichtungen, die eher dem globalen Kapital verantwortlich sind oder verpflichtet sind als einer Form von Öffentlichkeit. Die medialen Kapitalströme von Konzernen überschreiten Grenzen und transzendieren nationale Öffentlichkeiten. Deshalb, so meine Auffassung, ist eine transnationale Öffentlichkeit erforderlich, die ein radikalisiertes Demokratieideal vertritt, eine kommunikative Macht entfaltet und die Spielräume für Autonomie und Partizipation erweitert. Auf diese Weise kann es zu einer Umverteilung von Macht kommen. Also eine kritische Mediennutzung kann zur Entfaltung alternativer Positionen führen, die in den dominanten Medien oder den zentralen Medien nicht vertreten werden. Die Folge kann eine oppositionelle Politik sein, die bestehende Machtverhältnisse in Frage stellt und so die Demokratie von unten stärkt. So kann die kritische Kraft einer öffentlichen Meinung entstehen. Um das kommunikative Potenzial digitaler Medien nutzen und entfalten zu können, sind allerdings vielfältige mediale Kompetenzen erforderlich, die technische und kulturelle Fertigkeiten beinhalten. Daher fordert Douglas Kellner einen erweiterten Bildungsbegriff, der die neuen Medien beinhaltet und zur Förderung multipler Kompetenzen, insbesondere bei Jugendlichen und sozial benachteiligten Gruppen, beitragen soll. So soll es zu einer Ermächtigung von Individuen und Gruppen kommen, indem sie Informations- und Kommunikationstechnologien kompetent und effektiv einsetzen lernen. Auf diese Weise können sie ihre Problemlagen und Interessen darstellen, die in den traditionellen Medien oft nicht repräsentiert werden. Vor allem transnationale zivilgesellschaftliche Bewegungen schaffen es, diese latenten kommunikativen Potenziale durch digitalen Aktivismus zu mobilisieren. Informationen, die nicht die Filter der dominanten Medien überwinden müssen, zirkulieren in den virtuellen Netzwerken, werden ausgetauscht und sind die Grundlage für demokratische Interaktionen. Es entstehen neue Formen von Online-Aktivismus und Cyberpolitik. Die transnationalen Gruppen und Bewegungen, die sich für eine alternative Globalisierung einsetzen, oder die Global Justice-Bewegung, wären ohne das Internet nicht denkbar. Sein dezentriertes textuelles Kommunikationssystem, dessen Inhalte oft durch die Nutzer geschaffen werden, korrespondiert mit den nicht hierarchischen, eher informellen und flüchtigen Netzwerken der Aktivisten. Auch Naomi Klein weist darauf hin, dass das Internet eine neue Form des politischen Protestes möglich macht, der dezentralisiert ist, aus unterschiedlichen Ausgangslagen erwächst, aber gemeinsame Ziele hat. Empörung und Protest, die an unterschiedlichen Orten der Welt artikuliert werden, gewinnen eine transnationale Basis und steigern gleichzeitig den Druck und die Überzeugungskraft lokal durchgeführter Kampagnen. Die Globalisierung, die unsere Gegenwart prägt, ist also ein multidimensionaler und umkämpfter Prozess, was spätestens die Proteste gegen das Treffen der World Trade Organization in Seattle 1999 deutlich gemacht haben, die mittels neuer Medien
organisiert und koordiniert wurden. Die Bewegung, die sich für eine Globalisierung von unten einsetzt, begann aber nicht in Seattle, sondern lange davor im postkolonialen Kontext des Südens. Der neoliberalen Vorstellung von Globalisierung, die von einem transnationalen Netzwerk von Politikern, Wirtschaftsbossen und Wissenschaftlern propagiert wird, steht zunehmend eine alternative demokratische Vorstellung gegenüber, die auf Kooperation, Inklusion, Transparenz und Partizipation aufbaut. Sie kritisiert unter anderem, dass die globale Ökonomie demokratische Institutionen unterhöhlt und die Macht sich in einer kleinen Zahl von Ländern und Konzernen konzentriert. Zum einen stützt sich die demokratische Globalisierung auf Gruppen und Bewegungen der Zivilgesellschaft, zum anderen auf unabhängige, nicht kommerzielle Medienorganisationen, Formen des digitalen Aktivismus, auf Webseiten oder auf die Blogosphäre. Das Internet stärkt auch kosmopolitische Perspektiven, weil es zu einer Verdichtung und Intensivierung des transnationalen Aktivismus beiträgt. Die Aktivisten sind in nationalen Kontexten verwurzelt, gleichzeitig aber in transnationale Netzwerke medial eingebunden. Darüber hinaus hat das Internet für Individuen und Gruppen die Möglichkeiten erweitert, sich innerhalb und außerhalb nationaler Grenzen zu vernetzen und zu mobilisieren. So nehmen in lokalen Kontexten verankerte Aktivisten Gelegenheiten zum Protest in anderen Lokalitäten wahr, die eine transnationale Bedeutung haben können, weil sie gegen Global Players gerichtet sind. Diese Eigenschaft im politischen Handeln, vom Lokalen zum Transnationalen überzugehen, basiert auf durch digitale Medien vermittelten Informationen und transnationalen Kontakten. Nichtsdestoweniger bleibt dieser neue transnationale Aktivismus, wie Untersuchungen zeigen, in lokalen Bedingungen, Erfahrungen und Ressourcen verwurzelt. Es geht also um die Analyse der dialektischen Beziehungen zwischen globalen und lokalen Bezugsräumen. Die Aktivisten, die aus unterschiedlichen Zusammenhängen kommen, finden zusammen, weil sie Empörung, Protest und Wut verbinden. Diese gehen auf Gemeinsamkeiten in ihren Werthaltungen zurück. Es sind dann gemeinsam geschaffene und geteilte Formen der Thematisierung sozialer Probleme und ihrer möglichen Lösungen, die sie miteinander teilen. Im Sinne der Cultural Studies ist es erforderlich, in der Gewöhnlichkeit des Alltagslebens, in seinen sozialen und kulturellen Praktiken, diesen Protesthaltungen und Veränderungen nachzuspüren, die zur Herausbildung einer transnationalen Öffentlichkeit, an der alle Individuen und Gruppen weltweit partizipieren und einer kommunikativen Gegenmacht führen können. Dabei kann eine transnationale Öffentlichkeit gerade durch den Zugang und die kompetente Nutzung digitaler Medien, die deren demokratisches Potenzial entfalten, gefördert und getragen werden. Eine besondere Bedeutung kommt hierbei den politischen und kulturellen Alternativen zu, die durch soziale und kulturelle Praktiken im Kontext des Internet entstehen. Dieses offeriert durch seine technischen Möglichkeiten radikale Weisen der Produktion, Distribution und Organisation von Medien, die an die experimentelle Politik der Alternativpresse, der freien Radios und anderer Formen aktivistischer Medien anknüpft. Dabei lässt sich die Bedeutung alternativer bzw. radikaler Medien und der Perspektiven, die sie artikulieren, nur in dem gesellschaftlichen und kulturellen Kontext verstehen, auf den sie antworten und in dem sie produziert und rezipiert werden. So stehen alternative Medien in Opposition zu den Produkten der dominanten oder zentralen Medien, weil sie differente und marginalisierte Sichtweisen zum Ausdruck bringen, wenn sie zum Beispiel für radikaldemokratische, soziale und kulturelle Veränderungen eintreten. Viele Aktivisten betrachten das Internet als ein Werkzeug, um sich eigene, offene und demokratisch gestaltete Räume zu schaffen, die die Grundlage für eine bessere Zukunft sein sollen.
Gerade das Social Web, das auf Web 2.0 basiert, schafft die Bedingungen für neue digitale Taktiken, die auf eine radikale Demokratisierung des Wissens und die Pluralisierung von Stimmen, Perspektiven und Quellen zielen. Wikipedia, Facebook, YouTube, Flickr und Twitter sind hierfür wichtige Beispiele. Die damit verbundenen digitalen Praktiken definieren die Wirklichkeit auf vielfältige Weise neu, definieren und rahmen sie anders, als dies die zentralen Medien tun. Damit verbunden sind Hoffnungen auf eine Demokratisierung der sich herausbildenden globalen Gesellschaft, die sich in der Konzeption einer transnationalen Öffentlichkeit verdichten. So schaffen zum Beispiel transnationale zivilgesellschaftliche Portale über die Anbindung an die Lebenswelt. So schaffen es zum Beispiel zivilgesellschaftliche Portale über die Anbindung an die lebensweltlichen Kontexte der Nutzer, diese für die Partizipation an politischen Prozessen zu gewinnen. Das eigentliche Ziel solcher Interessensgruppen ist neben der Thematisierung gesellschaftlicher Problemlage in der Folge die konkrete Politikgestaltung. Die zivilgesellschaftlichen Portale bieten auch eine Vorselektion der für sie relevanten Themen an. Die permanente Arbeit von transnationalen Aktivisten versorgt uns mit Informationen zu globalen Problemlagen und Missständen. In Anlehnung an Ulrich Becks Konzept der Weltrisikogesellschaft gehen wir davon aus, dass es vor allem wahrgenommene Bedrohungen, Krisen und Risiken sind, die eine Aufmerksamkeit über die eigenen nationalen und lokalen Interessen hinaus entstehen lassen. Auf den virtuellen zivilgesellschaftlichen Portalen kann es dann zur Herstellung eines gemeinsamen transnationalen Deutungsrahmens kommen, der die Voraussetzung für Protestaktionen und die Konstitution sozialer Bewegungen ist. Es sind vor allem Rahmen der Empörung und der Ungerechtigkeit, die in den neuen sozialen Bewegungen entwickelt und geteilt werden. Die neoliberale Globalisierung und ihre negativen Folgen werden kritisiert und abgelehnt. Das mit ihr verbundene Konzept einer liberalen Demokratie wird als eine Demokratie der Eliten bezeichnet und durch ein radikal-demokratisches Verständnis ersetzt. Das Ziel einer transnationalen demokratischen Öffentlichkeit kann zum Beispiel die soziale Gerechtigkeit sein. Die neuen Kommunikations- und Informationstechnologien ermöglichen alternativen oder radikal-demokratischen Stimmen, Gruppen, die ansonsten einen kleinen Bekanntheitsgrad haben, sich zu äußern, gehört zu werden und weltweite Unterstützung zu finden. Der Erfolg der mexikanischen Zapatista-Bewegung ist hierfür ein frühes und herausragendes Beispiel. Weil es zeigt, wie eine Organisation die traditionellen Medien umgehen kann und ihr Anliegen ohne Zensur und Selektion im Internet darstellen und dessen interaktive und dezentrale Qualität nutzen kann. Die Zapatistas schafften es, eine elektronische, transnationale, zivilgesellschaftliche Bewegung zu organisieren, das sich als eine transnationale Gegenöffentlichkeit begreifen lässt. Dieses Netzwerk der Unterstützung, zu dem zum Beispiel NGOs gehörten, die sich mit Handel, Menschenrechten oder sozialer Gerechtigkeit beschäftigten und die Reisen der Zapatistas durch die gesamte Mexikanische Republik, machten es der Regierung unmöglich, Repressionen im großen Stil auszuüben. Die Regierung willigte in weitere Verhandlungen ein. Die Zapatistas konnten Einfluss auf die politische Entscheidungsfindung gewinnen und zum Beispiel die von der Regierung geplanten Umsiedlungen ihrer Dörfer verhindern. Diese Bewegung vertritt die Vision einer radikalen Demokratie, die auf eine Politisierung der transnationalen Zivilgesellschaft zielt. Dieser Demokratierahmen wurde im Dialog mit Solidaritätsgruppen wie NGOs entwickelt, die sich zur Zeit des Aufstandes bereits mit der Möglichkeit demokratischer Transformation beschäftigten. Dieser soziale Wandel soll nicht nur in Chiapas, sondern auch in den lokalen und nationalen Settings der Netzwerkaktivisten herbeigeführt werden. Ich komme jetzt zum dritten Punkt, der wird etwas kürzer. Formen des digitalen Aktivismus. Die demokratische Globalisierung basiert also auf Gruppen und Bewegungen der Zivilgesellschaft sowie unabhängigen, nicht kommerziellen Medienorganisationen auf Websites und verschiedenen digitalen Praktiken. Zunächst sind jene Aktivitäten zu nennen, die wir mit dem
Begriff Cyberaktivismus zusammenfassen. Darunter lassen sich alle politischen Aktivitäten verstehen, die im virtuellen Raum stattfinden. Die Strategien der Aktivisten werden entweder durch das Internet verstärkt oder basieren ausschließlich auf dem Internet. Im ersten Fall wird das Internet vor allem dafür genutzt, die traditionellen Strategien wie Proteste effizienter zu planen und durchzuführen, indem das Internet beispielsweise als zusätzlicher Informationskanal genutzt wird. Bei der zweiten Kategorie handelt es sich um politische Aktivitäten, die nur im virtuellen Netz möglich sind, wie zum Beispiel das Blockieren von Webseiten. Die virtuellen Netzwerke scheinen stärker zu sein, als ihnen das gewöhnlich zugetraut wird. Auch virtuelle Plattformen des alternativen Journalismus, das bekannteste ist Indymedia.org, bilden ein Gegenpol zu den traditionellen Medien mit ihren hegemonialen Diskursen. Marginalisierte Gruppen haben größere Chancen, mit ihren Botschaften gehört zu werden. Mit den digitalen Medien ist auch die Hoffnung verbunden, dass jene, die infrastrukturell etwa durch geografische Randgebiete benachteiligt und kaum an die Trends in den globalen Metropolen angebunden sind, stärker integriert werden. In diesem Zusammenhang werden vor allem Blogs als ein Mittel der Ermächtigung und des sozialen Wandels betrachtet. Die Praktik des Verlinkens in der Blogosphäre kann dazu führen, oder führt dazu, dass man mehr als im realen Raum mit abweichenden, divergenten sowie singulären Ideen und Auffassungen konfrontiert wird, die in Prozesse der Deliberation einfließen und in reale Dialoge münden können. Allerdings entsteht kaum eine ideale und umfassende Öffentlichkeit im Sinne von Habermas. Es bilden sich vielfältige, miteinander zum Teil vernetzte politische Teilöffentlichkeiten heraus. Ein sehr gutes Beispiel für alternative Medien und partizipativen Journalismus ist die Schaffung der Independent Media Center, die in Seattle begann. Diese sind kollektive, egalitäre und nicht hierarchische Netzwerke von Aktivisten, die mittels Berichten, Fotos und Filmen die Wirklichkeitsrepräsentationen der dominanten Medien in Frage stellen, kritisieren und alternative Perspektiven, die der demokratischen Globalisierung verpflichtet sind, offerieren. So versuchen sie zum Beispiel öffentliche Aufmerksamkeit für die Folgen der globalen Erderwärmung zu gewinnen und damit Druck auf Politiker und Regierungen auszuüben. Das Internet wird zu einem performativen Raum. Handlungen werden vollzogen, indem sie geäußert werden. Auf diese Weise ermöglichen digitale Technologien, auch weniger dichten und organisierten Netzwerken Themen zu setzen, alternative Perspektiven zu entfalten und ihnen eigenständige Bedeutung zu geben. Dabei geht es vor allem darum, oft lange bestehende, chronisch gewordene Problemlagen, Gefahren und Risiken mittels der Schaffung von medialer Aufmerksamkeit in dringende und drängende Angelegenheiten zu verwandeln, die erledigt werden müssen. Hierzu setzen soziale Bewegungen, zum Beispiel Protestereignisse wie Demonstrationen, öffentliche Spektakel oder Aktionen im Internet ein. Kommerzielle Medien, die der Kultur des Konsums verpflichtet sind, berichten in der Regel nicht oder kaum über diese Proteste, die durchaus auch antikapitalistischen Charakter haben können. Der Logik des Konsums, die das neoliberale Netzwerk stärkt und aufrechterhält, stellen die neuen sozialen Bewegungen die Menschenrechte und die Demokratie gegenüber, die universal gelten sollen. Mittels des Internet, mittels digitaler Technologien, können sie eigene autonome Inhalte, die ihre Sicht der Welt ausdrücken, produzieren und verbreiten. Auf diese Weise umgehen sie die ideologischen Kontrollmechanismen der kommerziellen Medien. Die neuen sozialen Bewegungen nutzen also das Internet in ihrem Netzwerk aktiver Beziehungen, die auf kommunikativen sowie interaktiven Praktiken, auf Aushandlungs- und Entscheidungsprozessen beruhen. Darüber hinaus zielen zum Beispiel die Praktiken von Indymedia auf eine Demokratisierung des Journalismus, weil jeder dazu aufgefordert wird, als Journalist tätig zu sein und die technischen Möglichkeiten hierfür zur Verfügung gestellt werden. Weiterhin werden die Praktiken der traditionellen Journalisten und ihre positivistischen Konzeptionen von Objektivität und Unparteilichkeit radikal in Frage gestellt. Demgegenüber entwirft der alternative Online-Journalismus eine der Gemeinschaft verpflichtete Ethik, die parteiisch, eingreifend und verbindend ist. In seiner sozial-kontextuellen und selbstreflexiven Orientierung
stellt er den traditionellen Journalismus auf diese Weise grundsätzlich in Frage. Das Web 2.0 lädt auch zu vielfältigen Praktiken des Remix ein, in denen digitale Technologien dazu genutzt werden, neue Produkte zu schaffen, die dann im Internet verbreitet werden, ohne dass ihr Entstehungszusammenhang und ihr Charakter sofort offensichtlich werden. So werden Inhalte aus verschiedenen Quellen zusammengebracht, transformiert und mit anderen geteilt. Kommen wir nun zum vierten Punkt. Kosmopolitische Perspektiven in der transnationalen Öffentlichkeit. Dieser Teil ist jetzt noch kürzer, also wir nähern uns dem Ende. Diese Beispiele für einen transnationalen Aktivismus zeigen, dass digitale Medien, insbesondere das Internet, zu einer Herausbildung und Stärkung von transnationalen Perspektiven beitragen. Das Internet vereint als globales Kommunikationsnetz sowohl Globalität als auch Lokalität in sich. Im Sinne von Ulrich Becks Konzept des verwurzelten Kosmopolitismus ersetzen die durch das Internet miteinander verbundenen Aktivisten, Zitat, das nationale Entweder-Oder durch ein multinationales Sowohl-als-Auch, Zitat Ende. In der zweiten Moderne, die in der Lesart von Beck transnational bzw. kosmopolitisch orientiert ist, überschreiten die Subpolitiken der Zivilgesellschaft Staatsgrenzen, organisieren sich und protestieren sowohl global als auch lokal. Die im Kosmopolitismus verankerte dialogische Beziehung zum anderen ist eine unerlässliche Komponente demokratischer Prozesse. Sie streicht die Gemeinsamkeiten und wechselseitigen Abhängigkeiten hervor. Und genau darin liegt das positive Potenzial dieses Ansatzes für demokratiepolitische Strategien im virtuellen Netz. Eine demokratische Netzöffentlichkeit basiert darauf, dass die Einzelnen sich an diskursiven Auseinandersetzungen beteiligen, die Andersheit des anderen akzeptieren, für universale moralische Gleichheit eintreten und versuchen, Koalitionen einzugehen, in der lokale Angelegenheiten mit globalen Prozessen verbunden werden. In den virtuellen Öffentlichkeiten entfaltet sich ein kosmopolitischer Transnationalismus, der für soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte eintritt. Dabei artikulieren sich eine Vielzahl von sozialen Bewegungen, Protestformen und Post-Subkulturen, die für gesellschaftliche und kulturelle Transformationen kämpfen. Aus einer kosmopolitischen Perspektive heraus kann ein gemeinsamer globaler Wertekodex durch demokratische Konsensfindung erschaffen werden. Die Menschenrechte sind hierfür ein Beispiel, wenn sie auch lokal verschieden umgesetzt werden. So können die digitalen Medien durch die globale Vernetzung zu einer verstärkten emphatischen Haltung gegenüber anderen kulturellen Praxen beitragen. Entscheidend sind die Art und Weise, wie die digitalen Medien genutzt werden und welche Interessen hinter der jeweiligen Teilhabe stehen. Die Vertiefung kosmopolitischer Perspektiven im virtuellen Raum stellt diesbezüglich eine wichtige Aufgabe für die Zukunft dar. Kommen wir nun zu einem noch kürzeren Schlussteil. Die Netzöffentlichkeit stellt einen Zusammenschluss aus unterschiedlichen Teilöffentlichkeiten dar, die sich situations- und themenspezifisch miteinander vernetzen. Diese aktualisieren sich vor allem vor dem Hintergrund politischer, wirtschaftlicher und kultureller Bedrohungen. Die transnationale Öffentlichkeit gewinnt an Gestalt, insbesondere durch die permanente Arbeit von Aktivisten. Die unterschiedlichen digitalen Praktiken nachgehen und durch ihren Cyberaktivismus uns mit Informationen zu globalen Problemlagen und Missständen versorgen. Bürgerinnen können sich entweder aktiv an der Konstruktion der politischen Netzöffentlichkeit beteiligen oder zumindest die politischen Angebote rezipieren. Gegenöffentlichkeiten formieren sich als Antwort auf ihre Exklusion aus dominant hegemonialen Diskursen. In der politischen Netzöffentlichkeit kommt es zu diskursiven Auseinandersetzungen und Neurahmungen. Aus einer kosmopolitischen Perspektive betrachtet, verorten wir uns in einem doppelten Referenzsystem, den lokalen kontextuellen Gegebenheiten und den globalen virtuellen Erfahrungen. Das Internet birgt das Potenzial zu einer positiven Nutzung dieser Differenzen in sich, jedoch kommt es darauf an, wie wir als Nutzer und Nutzerinnen damit umgehen.
Die kosmopolitische Orientierung erleichtert den Dialog und fördert demokratische Prozesse. Die Ausbildung eines widerständigen Kosmopolitismus ist eine wichtige Voraussetzung für eine globale Demokratie. Vielen Dank.